Die Leber ist das Chemielabor des Körpers. Ihre Regenerationsfähigkeit ist legendär. Bei Krankheiten ist sie aber irgendwann erschöpft. Dann kommt es zur Zirrhose. Was kann man dann machen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Um alles über die Leberzirrhose zu erfahren, befrage ich einen Leberexperten, Professor von Hahn. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie in der Asklepios Klinik Barmbek. Herr Professor von Hahn, wozu dient die Leber im Körper? Die Leber macht wahnsinnig viele verschiedene Dinge. Die nennt man ja so die Chemiefabrik, das Stoffwechsellabor des Körpers. Und man kann es in zwei Gruppen teilen. Das eine ist, die stellt sehr viele Dinge her, die wichtig sind. Im Blut schwimmen ja ganz viele Eiweiße rum, zum Beispiel die Gerinnungsfaktoren, die dafür sorgen, dass die Blutgerinnung funktioniert, oder das Albumineiweiß, das dafür sorgt, dass die Flüssigkeit in den Blutgefäßen bleibt und nicht ins Gewebe entweicht. Und alle die und noch viele, viele mehr. Und die kommen alle aus der Leber, diese Bluteiweiße. Und die Leber ist sehr wichtig für die Entgiftung, also für das Ausscheiden von Dingen, die der Körper loswerden muss. Da gibt es eigentlich zwei Wege. Das eine ist über die Nieren im Urin und das andere ist durch die Leber, die dann Dinge aus dem Blut aufnimmt, verstoffwechselt und dann die Galle abgibt, und die verlassen dann durch den Darm mit dem Stuhlgang den Körper. Wo genau liegt die Leber? Naja, die Leber liegt, wie man hier in diesem Modell sieht, da rechts oben im Bauch, ne, oberhalb vom Magen. Ich nehme die hier mal raus, Das kann man hier machen. Und die ist ganz schön an einer sehr zentralen Stelle und auch dicht verknüpft mit großen Blutgefäßen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion, weil die Leber ja alles Blut, das aus dem Darm und aus den ganzen Bauchorganen kommt, einmal aufnimmt und verstoffwechselt. Also alles, was wir mit dem Essen aufnehmen, was der Darm aufnimmt, geht erstmal in die Leber, wird da gecheckt, verarbeitet, teils schon gespeichert. Und das ist eine ganz wichtige Funktion. Es ist ein sehr gut durchblutetes Organ auch. Es gibt ja diesen Spruch der Ärzte, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Jetzt ist es aber so, dass sie ja dann irgendwann kippt das Ganze und sie fängt an zu schrumpfen. Wie kommt das? Genau, also das, was Sie hier ansprechen, sind Lebererkrankungen. Und es ist so, dass bei vielen Lebererkrankungen, die über eine lange Zeit die Leber schädigen, ne? Ganz egal, ob das jetzt zu viel Alkohol ist oder zu viel Fett und Übergewicht oder eine Virusinfektion oder eine Stoffwechselstörung, dass die Leber sich zunächst mal entzündet oder verfettet oder beides, dann wird die häufig auch tatsächlich erstmal größer. Und wenn die über lange Zeit immer weiter Schaden nimmt, dann beginnt die zu vernarben. Und wenn diese Vernarbung sehr weit fortgeschritten ist, dann schrumpft die Leber auch und ist dann eben nicht mehr glatt und schön, so wie man es da sieht, sondern huckelig und ja, eben vernarbt, nicht? Und statt der Leberzellen, die man braucht für diese Dinge, Bluteiweiße herstellen, Giftstoffe ausscheiden, hat man halt dort hauptsächlich Narbengewebe. Und die Leber kann dann irgendwann ihre Funktion auch nicht mehr erfüllen. Und das Ende dieser Vernarbung nennt man dann eine Schrumpfleber, oder? Schrumpfleber oder fachmännisch ausgedrückt Leberzirrhose. Na, Leberzirrhose ist der Zustand, wenn die Leber über lange Zeit Schaden genommen hat, verfettet war, entzündet war und dann hauptsächlich vernarbt ist und nicht mehr viele Leberzellen übrig sind. Und dann kommt der Punkt, wenn die Leber auch ihre wichtigen Funktionen nicht mehr richtig erfüllen kann. Was verspüren Betroffene? Was sind die Symptome? Ja, das Besondere an der Leber, das Problem oft ist, dass man über lange Zeit nichts merkt, ne, an einer Leberkrankheit. Die Leber leidet lange Zeit stumm. Chronische Leberkrankheiten, wenn die Leber entzündet ist, wenn die Leber verfettet ist, wenn sie beginnt zu vernarben, das spürt man nicht. Die Leber erfüllt ihre Funktion. Und erst wenn sie wirklich sehr weit vernarbt ist und dann auch aufhört, richtig zu funktionieren, dann bekommen die Betroffenen Beschwerden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Problemen und Komplikationen, die es geben kann. So eine allgemeine Müdigkeit ist oft das Erste, was die überhaupt merken, wobei Müdigkeit natürlich sehr, sehr unspezifisch ist. Es gibt wahnsinnig viele Gründe für Müdigkeit, zu wenig Schlaf zum Beispiel. Aber auch das Erste, was Leute in der Leberzirrhose entwickeln, merken, ist häufig eine Minderung der Leistungsfähigkeit. Also was sehr unspezifisch ist letztlich. Wie wird das denn diagnostiziert? Ja, die Diagnose einer Leberzirrhose ist
insbesondere in frühen Stadien oft gar nicht so einfach. Und je weiter sie fortschreitet, desto offensichtlicher wird das auch in den so diagnostischen Verfahren, die wir haben. Bluttests spielen eine Rolle. Die Leber erfüllt wahnsinnig viele Funktionen im Stoffwechsel. Das sieht man natürlich irgendwann auch an den Laborwerten, allerdings erst dann, wenn die Leber wirklich schon sehr weit fortgeschritten geschädigt ist. Eine sehr gute Methode, die auch sehr früh Veränderungen bemerken kann, ist das Ultraschall. Das sieht man hier. Ultraschall ist ein tolles Verfahren, weil es ohne Schmerzen, ohne Risiken und Nebenwirkungen ganz viele Einblicke ins Körperinnere ermöglicht. Hier sieht man eine normale Leber, die hat eine glatte Oberfläche, die ist innen ganz regelmäßig dargestellt. Hier so in Rot sieht man die Pfortader, also das große Blutgefäß, wo das Blut aus dem Darm und aus den anderen Bauchorganen in die Leber strömt. Da kann man Veränderungen sehen. Und dann gibt es auch eine Reihe von spezielleren Testverfahren, die zum Beispiel messen können, ob das Blut sich vor der Leber staut. Wie sieht denn jetzt im Vergleich zu dem normalen Leberbild im Ultraschall eine Fettleber oder eine Leberzirrhose aus? Also die Fettleber ist vor allen Dingen häufig vergrößert, sie ist deutlich heller und die Ultraschallwellen dringen nicht so gut ein. Da sieht man dann ein Stückchen helle Leber und danach wird es dann dunkel, weil das Fett in der Leber die Ultraschallwellen auslöscht. Die zirrhotische Leber, die hat eben eine unregelmäßige Oberfläche, die ist häufig kleiner. Auch das Gewebe ist nicht so gleichmäßig wie hier, sondern hat so Knötchen und hellere und dunklere Abschnitte. Und wenn die dann sehr weit fortschreitet und zum Beispiel sich Wasser in der Bauchhöhle ansammelt, Bauchwasser ist ja eine Komplikation der Leberzirrhose, das sieht man auch sehr gut im Ultraschall. Moderne Ultraschallgeräte, so wie das hier, die können darüber hinaus auch die Härte der Leber messen. Das ist ein Verfahren, da kann man ganz elegant beim Ultraschall mit einem leistungsfähigen Ultraschallgerät schon frühe Vernarbungen feststellen. Dieses Gerät zum Beispiel kann das. Das ist eine sehr elegante Methode. Manchmal braucht man auch tatsächlich eine Leberbiopsie. Das war früher ein sehr wichtiges Verfahren, dass man wirklich mit einer lokalen Betäubung und dann mit einer Nadel eine Gewebeprobe entnimmt. Das ist heute nur noch selten notwendig, eben weil die nicht-invasiven diagnostischen Verfahren so gut geworden sind. Ganz manchmal braucht man es doch. Sie haben das Bauchwasser angesprochen als eine der Folgekomplikationen. Was kann denn noch alles passieren, wenn die Leber vernarbt und zirrhotisch wird? Also wenn eine Leberzirrhose weit fortgeschritten ist, dann gibt es unglaublich viele Probleme, die entstehen können. Bauchwasser ist eins. Ein zweites sind Blutungen, also wenn das Blut sich vor der Leber staut, weil es dann nicht mehr durchfließen kann, dann sucht es sich andere Wege, zum Beispiel über die Venen in der Speiseröhre und das kann sehr dramatische innere Blutungen auslösen. Es gibt Wasseransammlungen nicht nur in der Bauchhöhle, sondern auch in den Beinen und in den Armen, weil einfach die Eiweiße, die das Blut und die Blutflüssigkeit in den Gefäßen halten, nicht mehr so gut da sind und Wasser ins Gewebe entweicht. Patienten mit Leberzirrhose, ich sagte ja, die werden oft am Anfang müde. Wenn das weiter fortschreitet, werden die auch richtig verwirrt, bis hin zu so müde, dass man sie gar nicht mehr richtig aufwecken kann. Die Extremform davon ist das Leberkoma. Die Tatsache, dass die Leber Giftstoffe nicht mehr ausscheidet, die merkt man an Gelbsucht. Also zunächst das Weiße in den Augen sich gelb verfärbt, später auch die Haut. Die Patienten kriegen Juckreiz. Und irgendwann wird auch die Funktion anderer Organe in Mitleidenschaft gezogen. Insbesondere die Nieren funktionieren irgendwann nicht mehr gut. Das ist, weil die Leber eben auch für Hormonstoffwechsel und die ganze Kreislaufregulation eine große Rolle spielt. Diese Verwirrung, die Sie angesprochen haben, wie kommt die zustande? Das ist letztlich auch eine Folge der gestörten Entgiftung. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leber alle möglichen Stoffwechselprodukte, die im täglichen Stoffwechsel, der im Körper abläuft, also bei der Verwertung von Nahrung, bei der Bereitstellung von Energie ablaufen, da gibt es Abfallprodukte, die müssen ausgeschieden werden, das macht die Leber. Und wenn das nicht mehr passiert, dann häufen die sich an und das zieht dann letztlich die Funktion vom Gehirn in Mitleidenschaft. Also Ammoniak ist da eine Sache, die man messen kann, aber es sind letztlich ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die die Leber tut. Da laufen Tausende, Zehntausende von Stoffwechselreaktionen ab in so einer Leber und der Gesamtstoffwechsel gerät aus den Fugen und das wirkt sich negativ auf die Funktion vom Gehirn aus und das äußert sich dann eben in Müdigkeit, Schläfrigkeit bis hin zum Koma, Verwirrtheit und all solchen Dingen. Früher hat man ja so die These vertreten, wenn es zur Leberzirrhose gekommen ist, kann man eigentlich nicht mehr viel machen. Ist das noch so oder kann man heute behandeln?
Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch, wenn wir Medizinstudenten unterrichten, viele von denen lernen das immer noch oder lesen das in Lehrbüchern. Und das ist nicht so. Die Leber hat ein gewaltiges Potenzial, sich zu regenerieren und zu erholen. Und selbst eine weit fortgeschrittene Leberzirrhose, wo diese ganzen Probleme, die ich eben angesprochen habe, auftreten, das kann sich wieder bessern, wenn es gelingt, dafür zu sorgen, dass die Leber keinen weiteren Schaden nimmt. Das ist manchmal ganz einfach. Also zum Beispiel bei einer Hepatitis-Virus-Infektion gibt es heute sehr, sehr gute Medikamente. Wenn man die Diagnose stellt und diese Medikamente gibt, dann verschwinden die Viren und die Leber erholt sich. Wenn die Leberschädigung zum Beispiel durch zu viel Alkoholkonsum ausgelöst worden ist, dann ist die Lösung des Problems gleichzeitig einfach und schwierig. Man müsste halt aufhören, Alkohol zu trinken. Das ist aber in vielen Fällen eben leichter gesagt als getan, weil natürlich Alkoholismus auch eine schwere Suchtstörung ist, nicht? Und das gelingt nicht allen Menschen, damit aufzuhören. Und dann gibt es andere Krankheiten, wie zum Beispiel die Fettleber, die durch Übergewicht, Diabetes und Störungen der Blutfette ausgelöst ist, die ist oft gar nicht so einfach zu behandeln. Ne? Insofern hängt, ob man eine Leberzirrhose heilen kann, in dem Sinne, dass die Leber sich erholt, die Komplikationen wieder verschwinden, das Bauchwasser verschwindet, die Gelbsucht verschwindet, die Blutgerinnung wieder normal wird, die Verwirrtheit weggeht. Das hängt davon ab, ob es möglich ist, dafür zu sorgen, dass die Leber keinen weiteren Schaden nimmt und sich erholen kann. Wenn das aber gelingt, wenn man weitere Schädigungen von der Leber fernhält, dann erholt die sich und die wird nie wieder glatt und schön, so wie sie ganz am Anfang einmal war. Aber sie nimmt ihre Funktion wieder auf und dann kann auch jemand, der eine schwere, fortgeschrittene Leberzirrhose mit Komplikationen hatte, sich erholen und mit dieser Leber ein langes Leben führen und ein sehr alter Mensch werden. Wenn eine Leberzirrhose erfolgreich behandelt wird, wie lange dauert dann so eine Erholungsphase? Das ist ganz verschieden. Das dauert manchmal ein paar Monate, es können auch ein paar Jahre sein. Und die Zeit muss man halt alle Komplikationen, die auftreten, behandeln. Also zum Beispiel, wenn eine Blutung besteht, muss man die stillen. Das macht man in der Regel über eine Magenspiegelung. Oder Bauchwasser kann man sehr effektiv behandeln durch das Einsetzen eines kleinen Röhrchens, eines Stents. Den nennt man Tipps in die Leber. Das ist auch ein Verfahren, das wir hier im Haus anbieten und dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Was kann man als Gesunder zur Vorbeugung tun, um gar nicht erst eine Lebererkrankung oder gar eine Zirrhose zu bekommen? Eine Sache bei der Leber ist natürlich Alkohol. Den sollte man nur sehr maßvoll zu sich nehmen, wobei wie viel zu viel ist, von Mensch zu Mensch sehr verschieden ist. Generell sollte man sich gesund ernähren. Man sollte schauen, dass man ein normales Körpergewicht hat und körperlich aktiv ist. Und man sollte vorsichtig sein, nicht? Und sich bestimmten Risiken nicht aussetzen. Zum Beispiel Virushepatitiden kann man zum Teil durch Impfung vorbeugen und zum Teil einfach durch das Verhalten. Zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Was machen Sie hier noch an Schwerpunkten neben den Lebererkrankungen? Also in unserer Abteilung ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt die endoskopische Behandlung von allen möglichen Krankheiten einen großen Stellenwert haben. Frühformen von Krebserkrankungen im Magen-Darm-Trakt, die man heutzutage oft mit dem Endoskop behandeln kann. Also zum Beispiel eine frühe Form von Magenkrebs mit dem Endoskop entfernen und so das Organ erhalten und trotzdem die Krankheit heilen. Vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Bleibt gesund.